Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf der Jagd nach Menki natürlich. Lass mal hier eine Menki Quest abholen. Perfekt. Kämpfe einmal in deiner Arena. Ja, was gibt's Neues? Ich bin immer noch am Erholen. Es geht eigentlich, es geht. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall die letzten paar Tage ausgeruht. Leider. Denn so kann es nicht weitergehen. Wir müssen erstmal richtig hart wieder durchziehen. Ich hasse es nicht, durchzuziehen. Es muss immer durchgezogen werden. Ansonsten wurde dieses neue Buddy-System angekündigt. Ist im Grunde genommen sowas wie eine Art Tamagotchi. Oh mein Gott, bin ich alt. Also für alle, die sich kennen, 90er Kids, Tamagotchi, Beste. Ja, man kann halt mit seinem Buddy interagieren, füttern, spielen, gehen und dies, das. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wurde wieder unterbrochen, wieder jemand, der mich angestarrt hat. Buddy-System ist eine coole Sache, wie mehr zu tun, immer geil. Sieht vor allem cool aus, wenn man damit rumläuft. Das Pokémon läuft dann neben einem herum. So, hier vorne ist auch schon die nächste Quest. Und dann noch ein Stückchen weiter vorne, die dritte. Wir holen uns heute insgesamt irgendwie 13 oder sowas. Also ein paar Chancen auf das 100er Menki. Und da vorne ist auch ein Raid auf eine X-Raid-Arena. Heute Abend kommen X-Raid-Einladungen und ich habe die Woche keine einzige Arena beraidet für eine Einladung. Ich habe die letzten zwei Tage nicht mal meinen freien Pass verwendet. Schon leidend. Wir holen uns... Ah, nee. Erstmal Zubat, oder? Zubat zu wichtig. Wir holen uns schon mal zwei Menki ab. Es ist soweit, Leute. Es ist nicht so weit. Gib ihn. Und? Ah, nee. Noch nicht. So, wieder zwei Menki. Und? Muss man aufpassen, den Stapel zu leeren. Übrigens, wenn ihr aus der Quest flieht, dann landet der ganz oben im Stapel und dann könnt ihr den abholen, wann ihr wollt. Maximal 100 Pokémon. Und nee, ihr werdet nicht benachrichtigt, wenn der Stapel voll ist oder so. Ihr verliert die Pokémon dann einfach. Wir sind jetzt am Sendinger Tor. Da vorne hier irgendwo müsste noch einer sein. Dann drehen wir die Runde rauf bis zum Stachus. Und bis zum Odeonsplatz. Schnappen uns noch ein paar und dann packen wir es auch wieder heim. Wir checken wieder ein paar Menki ab. Und ich komme schon langsam an meine Grenze. Bin echt schon wieder richtig K.O. 481 leider nicht. Aber es sind nicht mehr viele. Das ziehe ich noch durch. Keine Schwäche zeigen. 480. Ah ja. Ich hole mal schnell zwei Fritzeblitze ab. Könnten shiny sein. Bräuchte ich noch. Dann habe ich wieder Platz für die Menki Quest. Die ist genau da, wo wir gerade stehen. Musste sogar meinen Ball ausschalten. Leider nicht shiny. Genau. Iron Bird. Okay, Leute. Wieder zwei Menki. Go, Alter. 77, leider nicht. Ah ja, ist 4,99 für alle, die neu sind. Oh mein Gott. Digga. Weihnachtsmann, ich danke dir. Oh mein Gott. Ich kann nach Hause. Ich brauche keine Berge, weil das ist eine Quest. Oh mein Gott. Leute, ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, wie mich das erleichtert. Vor allem, ich bin halb tot, Alter. Ich kipp gleich um. Da ist er. Haben wir es geschafft. Wow, so fühlt sich das also an. Shit, wir haben es geschafft, Mann. Es gibt immer noch den Bug. Oh mein Gott, Alter, endlich. Aber ich glaube, wir waren immer noch unter dem Durchschnitt, also... Wir hatten immer noch Glück. War nicht so, dass wir jetzt überheftig leiden mussten und es schon längst an der Zeit gewesen wäre, dass unser 100er gekommen wäre. Also statistisch gesehen, glaube ich, waren wir noch unter dem Durchschnitt. Aber nice. Also ich muss nochmal schauen. Oh mein Gott, ey. Endlich. Vor allem das gepaart mit der Tatsache, dass ich halt krank bin. Das fühlt sich so gut an. Ab ins Bett, Alter. Nächstes Ziel, 100er Krypto, also erlöst. Wohin genau? Der fehlt mir noch. Kam schon öfters mal, aber habe ich immer verpasst. Ist jetzt nicht so leicht zu jagen, weil kommt bei unsichtbare Kräfte und da können halt mehrere Sachen kommen. Aber ich glaube, den werde ich als nächstes jagen. Oder ich versuche es mit Lapras, weil jetzt fehlen mir nur noch zwei von Gen 1. Das ist nämlich Lapras und Tauros.
Tauros kann ich halt nur tauschen und irgendwie hoffen, dass da ein Lucky 100er kommt. Ein Lapras könnte ich auch jagen, aber die Quest ist halt so selten. Also Rocket Stop, nicht Quest. Ah ja, wir haben es geschafft, Leute. Muss noch ein bisschen rumlaufen für die Geschenke, aber abgesehen davon können wir heim. Und zu Hause erzähle ich euch noch ein bisschen was über das neue Buddy-System. Wuhu! So, Wittelsbacher Blumen. Letzte Chance auf eine Einladung. Und der tägliche Pass muss endlich mal wieder weg. Und mein letztes... Wie heißt der Kerl nochmal? Der Bulle, ihr wisst Bescheid. Alter, ich bin sowas von weg. Hoffentlich kommen hier genug Leute. Wobei, hier kommen eigentlich immer genug Leute. Keine Angst. Terrakium heißt er. Genau. So heißt das Vieh. Mein bester bisher 96 Attack 14. So, los geht's. Natürlich sind genug Leute gekommen. Was auch sonst. Letzter Versuch. Morgen ist der andere am Start und morgen ist Rage-Stunde. Ich habe mir den anderen noch gar nicht angeschaut. Irgendwie soll Flug sehr gut gegen ihn sein. Der Quasar mit Flug und Clam Chef mit Flug und sowas. Echt verrückte Sachen. Weil der ist nämlich Pflanzekampf. So. Ihr seht's. Niemand ist hier. Also da ist eine Dame, aber die spielt glaube ich nicht. Da war ein Typ. Da vorne war noch ein Mädchen, aber das sind keine 12 Accounts. So. 100er noch zum Abschluss? Ich bin zu gierig. Schauen wir doch mal. Aber sag mir nicht, ich komme jetzt nicht darüber. Münchner Verkehr. Feierabend. Schlimm. Echt abnormal schlimm. So. Ich habe nicht hingeschaut und... Oh Gott. Tot. Wir haben unser 100er Menki. Endlich. 10:59 habe ich auch schon aktualisiert. Keine Ahnung, davon sind glaube ich ungefähr 12 regionale. Also das wird schwer bis unmöglich. Ich glaube um die 20 sind noch relativ easy. Sind so Sachen von Gen 4, Gen 5. Auch häufige Sachen, die ich halt bisher noch nicht bekommen habe. Und zwei von Gen 3, die häufig sind und ich noch nicht habe. Endlich! Eine Last ist von unseren Schultern gefallen. Aber man muss auch sagen, eine Sache weniger zu tun jetzt im Spiel. Es war jetzt lange Zeit unsere Hauptmotivation, das 100er Menki zu jagen. Wir haben beinahe nichts anderes den ganzen Tag gemacht. Jetzt müssen wir erstmal eine andere Beschäftigung finden. Wie gesagt, wohin genau oder Lapras wären eine Option, muss ich mir mal überlegen. Dann, Buddy-System. Klingt cool. Bin gespannt drauf. An sich, um es nochmal kurz zusammenzufassen, du kannst mit deinem Buddy 4 Stufen erreichen. Bei der letzten Stufe kriegt er so eine Schleife. Das heißt, du kannst jedem deiner Pokémon eine Schleife verpassen. Das heißt, wenn du das sammeln würdest sozusagen, hättest du eine Langzeitmotivation, neuen Grund zu zocken, neue Motivation, neue Aufgabe, dies, das. Ob mich das interessiert, weiß ich nicht so genau. Außerdem kriegt dein Pokémon mehr WP bei der letzten Stufe, also bei der vierten. Das wird auf jeden Fall eine Menge Leute interessieren, bezüglich Raids und sowas. Die ganzen Leute, die Min-Raids und sowas machen, aber auch allgemein einfach als Boost. Da kann man halt zum Beispiel seine ganzen Pokémon auf beste Freunde machen. Und da zählt halt nur das aktive Buddy-Pokémon. Das kriegt den WP-Boost. Aber wenn du da schon ein gewisses Arsenal aufgebaut hast, zum Beispiel jedes Element einmal als besten Freund, dann kannst du ja, bevor du in einen bestimmten Raid reingehst, einfach deinen Buddy wechseln. Sagen wir, du brauchst Mewtwo, dann wechselst du schnell auf Mewtwo, bist mit dem schon beste Freunde, wechselst auf Kyogre, mit dem bist du auch schon beste Freunde, dann gibt es einfach nochmal den Boost. Kann man sich so überlegen, wozu auch immer. Weil an sich ist es ja eigentlich egal, womit man reingeht in den Raid. Denn noch gibt es genug Leute, die das spielen und die Raids sind eh 10 plus Leute. Aber bestimmt, oh Mann, aber bestimmt in ein, zwei Jahren sieht es nicht mehr so rosig aus mit den Spielern. Und da könnte dieser Boost entscheidend sein, ob ihr überhaupt noch Raids schafft. Oh Mann, ich will nicht so negativ sein. Aber stimmt ja. Wie gesagt, das ist so eine Art Tamagotchi. Wird ein paar Leuten mehr Motivation geben, neuen Ansporn, neuen Aspekt, Spielaspekt. Aber manche wird es auch überfordern. Die sagen, noch eine Aufgabe, noch was man machen muss und sowas. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall heute ist legendäre Rage-Stunde mit Virizion. Ich mache ein paar mit, aber nicht allzu viele. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.